So, da bin ich wieder. Oh, hoffentlich bleibt jetzt der Grabber auch an. Das würde helfen, damit ihr das seht. So, gut, bin Sechster, wieder mal. Ah, gut, gehen wir mal ins Menü zurück. Time Trial. Nehmen wir das mal aus. Welcome to Dynamax. 3, 2, 1, go. Muss ich den Rundenrekord brechen. Und das kriege ich hin. Vielleicht. Beide ist gar nicht mal. Okay. Vorhin war ich bei 40 so in etwa, ja. Bad luck. No reward. Okay. Natürlich habe ich auch nur eine Runde Zeit, das zu tun. Und das kann ich vergessen. Kann ich eigentlich auch schon wieder vergessen. Wird nichts mehr. Jawohl. Congratulations, bronze awarded. Und die Musik erinnert mich an Forsaken. Das ist dieses dreidimensionale Raumschiffspiel sozusagen. Wo ihr euch wirklich komplett die eigenen Achsen drehen könnt. Ah, fuck.
das Spiel läuft halbwegs flüssig. Das ist echt nicht cool. Ja, als man über die meisten anderen N64-Spiele sagen kann. Gut. Fuck. Jetzt wird das nie was. Ich will immer nur gegen die Wand fahren. Nee, wir müssen schon... aufhören mit dem Scheiß. Genau. Das habe ich mir nicht vorgestellt. Mit aufhören mit dem Scheiß. Hier hängt alles davon ab, dass ich hier diese Kurve kriege. Nicht so kriege und tatsächlich ringsrum fahren kann. So schwer kann das ja nicht sein. Denke ich. Dass wir dadurch fliegen können. Ja, so in etwa habe ich mir das vorgestellt. Jetzt aufhören, die ganzen anderen Fehler zu machen und dann müssten wir das eigentlich hinkriegen. Ja, genau. Jetzt noch den Quatsch lassen und dann schaffen wir es. Gold. Und tschüss. Wo so die Richtung? Die Richtung war okay. Okay, da kommt dann die unsichtbare Wand. Na gut. Ob uns das jetzt wirklich was gebracht hat. Nach der Aktion jedenfalls nicht mehr, nee. Erste war bei 17. Sehr schön. Kurve muss ich dann auch kriegen.
Das hat das alles keinen Sinn. Jetzt noch die Beschleuniger-Pads kriegen und dann kommen wir auch die Berge nach oben. Da ist irgendwo schon wieder eine Sekunde verloren. Und jetzt habe ich noch 2 Sekunden verloren. Das ist echt verdammt schwer. Macht aber natürlich auch Sinn, wenn man damals ein Spiel, was ich alle halben Jahre bekommen hat oder gekauft hat, will man natürlich auch eine Weile unterhalten werden. Tschüss. Na, ich komme dem schon mal näher. Sollte nicht mehr viel fehlen. Fuck! So macht man das nicht. 3, 2, 1, go! Fuck! Weil wir wieder bei Punkt 1 werden die Kurven kriegen. Ich denke, um schnell zu fahren, macht das durchaus Sinn. Ja. Das heißt, auch die Kurve kriegen. Das habe ich schon vergessen. 2, 1, der Sprung bringt schon einige Sekunden.
und zu langsam. Bad luck. No award. Fünf Gegner zerstören. Sag mir bitte, ich habe dafür mehr Zeit als drei Runden. Aber das hängt ja dann auch stark davon ab, ob da so lange Zeit dafür, bis ich keine Zeit mehr habe. Sagen. Beziehungsweise bis da mein Schiff kaputt geht. Sehr schade. Super Weapon. So, einen habe ich schon mal. Natürlich trotzdem nicht so eine gute Idee war, weil jetzt habe ich keine Zeit mehr im Prinzip. Also vor allem auf den zu warten, war keine gute Idee. Schon das geschafft. Ich muss schon sagen, das hat echt fast keinen Sinn, wenn ich meine Gegner immer überhole. Immer wieder überhole. Yay! Für meinen zweiten. Ich brauche zum Glück nur 5. Jetzt brauche ich noch 2. Noch 2. Irgendwie nach hinten schauen. So, das wird schon ganz schön knapp mit der Zeit jetzt. Vielleicht bin ich auch einfach Erster. Nee, bin ich nicht. Ich bin Sechster. Vier, drei, so. Ah, ich habe tatsächlich noch 3 Runden Zeit. Ist aber auch blöd. Will ich nochmal machen.
So, jetzt ist er zwar wieder vor mir, aber ich habe Unmengen an Zeit verloren. Und ja. Einer. Gut, den kann ich nochmal von vorne anfangen. So geht das. Nee, immer noch nicht. Na, warte. Na, wirst du wohl irgendwann? Danke. Habe ich natürlich schon wieder Unmengen an Zeit verloren. Das ist halt ein bisschen schwierig. Im Prinzip musst du ziemlich genau abwägen, ob du auf einen wartest oder nicht. Wenn nicht, hast du halt im Prinzip deine Waffen sinnlos vergeudet. Weil der wird dir sicher nicht nochmal die Chance geben, ihn zu erledigen. Das Problem ist, entweder ich fahre jetzt, dass ich die Zeit irgendwie hinkriege, oder ich warte und versuche, die Gegner zu erledigen. Mein Gott, jetzt stirbt doch einfach. Das war nicht mal ich. Ach. Toll. So, das war's. Jawohl, schön. Kann man nochmal machen. Könnten natürlich auch versuchen, möglichst gut wegzukommen. Um sagen, mehr Zeit übrig zu haben. Dann kann mir der eine, der hinter mir jetzt gerade ist, auch ziemlich egal sein. Wow. Das ging schnell. Wo ist der nächste? Ah, okay. Von diese komischen Bomben. Auch gut. Ei, ah.
Die Waffe ist echt gut. Okay. Klönk. Jetzt hätte ich gerne noch mal die Superwerfer. Schön. Bild für die Götter, könnte man sagen. So, na komm, irgendwo hier vor mir muss einer sein. Hallo? Na klar, jetzt taucht er auf. Danke. Du Blödmann! Ich nehme jetzt hier mal den längeren Weg. So, die sind jetzt immer noch hinter mir, oder? Das ist doch nicht euer Ernst. Komm, zieh an mir vorbei. Danke. Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Ich brauche auch mal irgendwie Waffen, ne? Ja, schön. Großartig. Alter. Fick dich. Jawoll! Schön! So, 3, 5 und 7 zerstören. Mit Earthquake, der Zielrakete und... Ich hab nicht den Hauch einer Ahnung, was das Linke sein soll. Cool. Ja, verdammt. Das Spiel erinnert mich aber auch an Revolt. Diesen Rennspiel mit den kleinen Elektroautos, kleinen ferngesteuerten Autos. Das Spiel habe ich als Kind immer gemocht. So, ich werde jetzt auf die anderen mal warten müssen. Und tschüss. Doch nicht. Hallo? Nee? Hallo? Ah ja. Das Gelbe habe ich auch noch nicht gehabt. Das ist ja denn gar nicht so wirklich. Auch gut. Elektrobolt.
Hä? Und kriege ich da irgendwie diesen Punkt dafür, oder? Lassen wir das jetzt, ja? Ganz großartig. Ja, auch egal. Auch wenigstens 3 Punkte, um überhaupt Bronze zu kriegen. Sind wir hier in dem Bereich? Ja, genau so. Ah, das ist der Elektrobolt. Okay. Langsam nervt mich das. Ich starte den Stream nochmal neu.